Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um Text-Content für die Energiewirtschaft gehen, nämlich unter anderem um das, was wir selbst auch regelmäßig veröffentlichen, auch komplett frei in unserem Blog veröffentlichen. Aber auch darum soll es gehen, dass wir sowas auch für euch machen, als Auftragsarbeiten. Gleich mehr dazu. Erstmal, wir schreiben ja ganz zufällig auch Blogbeiträge. Nicht nur, dass wir diesen YouTube-Kanal mit Danke übrigens, über 1000 Abonnenten haben. Danke für euch, dass ihr hier wirklich mit am Ball bleibt und weiter diesen Kanal wachsen lasst. Wir haben ja außerdem auch einen Audio-Podcast, der auf Spotify auch wirklich erfolgreich ist und ordentliche Abrufzahlen hat. Wir haben aber auch Blogbeiträge, wir haben auch ein Lexikon, aber wir haben vor allem Blogbeiträge, die richtig gute Abrufzahlen teilweise über Google auch generieren, aber genauso gut natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle. Daher kennt ihr das ja vielleicht, dass wir genau sowas regelmäßig veröffentlichen. Und wir haben einerseits den schon etwas eingesessenen Blog vom letzten Jahr, von 2019, auf unserer klassischen Seite carsten.energy. Da haben wir jede Menge gute Sachen veröffentlicht. Das wird auch heute teilweise noch richtig, richtig enorm abgerufen. Die Marco 2020 läuft da heute immer noch sehr erfolgreich. Wir haben aber auf unserer neuen Plattform, wo wir auch unsere Online-Kurse und unsere E-Books vertreiben und selbst hosten, dort haben wir eben auch einen neuen Blog. Und da sind jetzt in den letzten Tagen einige Beiträge rausgekommen und da folgen auch noch einige. Das ist ja n-1.de, Energiewirtschaft einfach abgekürzt, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und genau da haben wir jetzt zum Beispiel einiges zum dem Thema, was macht eigentlich ein Grundversorger? Wie funktioniert die Konzessionsvergabe so als Prozess, wenn der Netzbetreiber praktisch wechselt? Was ist die Konzessionsabgabe und wie funktioniert es eigentlich dort die Abrechnung praktisch? Wir haben zum Beispiel auch ein Thema, was ist Informationssicherheit und was bedeutet das in der Energiewirtschaft, gerade erst veröffentlicht und es folgen noch jede Menge andere Beiträge. Und ihr sollt euch das gerne auch mal anschauen, wenn ihr auch mal einen Textbeitrag haben wollt. Da haben wir also auch wirklich jede Menge guten Textcontent. Wir schreiben ja auch ansonsten White Paper, Themendossiers, aber vor allem auch unsere E-Books. Das 36-seitige Stromwirtschaftserklärungsbüchlein, das 104-seitige Lernheft mit Übungen und Lösungen über halt alle möglichen Themen der Energiebranche. Aktuell schreiben wir an einem 500-seitigen Kompletterklärbuch für die Energiewirtschaft mit auch den diversen Prozessen und den Hintergründen. Wir haben jetzt gerade ein Buch zum Thema GBKE und GD Gas fertig geschrieben. Das wird ungefähr 60 Seiten lang sein, wo wir praktisch die Prozessvorgaben nochmal schön runterbrechen und ein bisschen greifbarer machen. Das ist gerade noch bei mir zur Endabnahme. Das wird relativ bald dann öffentlich sein. Das heißt, wir machen wirklich jede Menge, haben deswegen aber auch natürlich jede Menge schon fertigen Text-Content, unter anderem natürlich auch die Transkription unserer Videos und Podcasts und haben das natürlich in einer eigenen Datenbank. So, und was bedeutet das? Wir können natürlich auch deswegen Content für euch schreiben, für euch als Energieunternehmen zum Beispiel. Wenn ihr in eurem B2B-Blog Kunden davon überzeugen wollt, bei euch was einzukaufen und ihr braucht da richtig gute Textbeiträge, können wir machen. Und machen wir auch tatsächlich schon. Das ist etwas, was wir ganz nebenbei schon mit aufgebaut haben. Wir sind eben nicht nur die Online-Akademie der Energiebranche. Wir sind auch die Content-Experten der Energiebranche. Nicht nur im Videobereich, wo wir durchaus auch unterstützen können, vor allem eine Strategie erstmal, wie man sowas selbst für sich aufbaut, mit aufbauen können. Und wo wir durchaus auch mal anfangen können, gemeinsame Formate erstmal zu machen, sondern wir sind vor allem im Textbereich ja schon ganz aktiv und unterwegs und helfen da einigen Energieunternehmen schon dabei, eben ihre eigenen Blogs, ihre White Paper oder auch ihre Verkaufsseiten ein bisschen ansprechender zu machen und eben mit wirklich richtig guten energiewirtschaftlichen Themen zu bespielen. Und ja, genau sowas können wir eben auch für euch machen, wenn ihr da einen Bedarf habt. Wir haben zu fast allen Themen der Energiewirtschaft schon Material fertig und können das dementsprechend immer als Grundlage verwenden. Wenn ihr da einen Bedarf habt, nehmt einfach Kontakt mit uns auf, da sind wir gerne bereit. Und ansonsten verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung vor allem mal unsere Blogs, nämlich genau die Orte, an denen ihr unsere Textbeiträge auch lesen könnt, denn die sind natürlich genauso strukturiert wie unsere Videos. Die sind nämlich möglichst einfach. Die sollen wirklich in lesbarer Form, in verständlicher Form rüberbringen, was so die Fachthemen der Energiewirtschaft bedeuten und was sich da so ändert. Und manche Sachen kann man in Textform deutlich besser veröffentlichen als in Videoform. Genau deswegen will ich euch auch das gerne mal mit ans Herz legen. Ja, das verlinke ich euch unten. Habt ihr ansonsten da vielleicht noch irgendwelche Fragen, Vorschläge oder Kommentare, dann schreibt die
natürlich unten in die Kommentare. Ansonsten auch wie immer, like das Video und abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei der Online-Akademie der Energiebranche und auch bei den Content-Experten der Energiebranche bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.